the power of the dark side. Willkommen, meine Sturmtruppler. Beim dunklen Ritter der Nacht. Ja, neues LP. Das wir jetzt hier angehen zusammen. Ich hoffe, es gefällt euch. Wir gehen einfach mal rein. Ne? Neues Spiel. Mal. Möglichkeiten, dass du eigentlich geh und durch die Gruppenheit. Action! Normal, ne? Normal. So. Es ist lang, lang her. Ich war jetzt im Angebot aufs Team. Da habe ich gedacht, ich schlag nur zu. So, dann schauen wir mal die Zwischensequenz. Ich habe eine Bombe! Ah, richtig! Hey, Sharpy. Toll, was du aus diesem Ort gemacht hast. Für dich heißt das Anstaltsleiter Sharp. Bowles. Yo, Frankie. Wie geht's Frauen und Kindern? Vermisst Klappe, du mich? Klappe, Cloud. Viele hier würden sich gern mal mit dir unterhalten. Wirklich? Laufen stört mich nicht. Hey, nicht so fest. Du zerknitterst den Anzug. Bring diesen dreckigen Kreton hier raus. Anstaltsleiter, hier stimmt was nicht. Ich gehe mit ihm. Ist doch schon erworben. Ja, Sir. Er wartet an der Patientenübergabe auf Sie. Er ist kurz vor Ihnen gekommen. Sharpie liebt seine Kameras. Hey, Sharpie! Filmst du auf meine Schokoladenseite? Aber naja, ich sehe überall gut aus. Ich will, dass er sicher weggeschlossen wird. Bei einem weiteren... Sieh dir nur die neue Sicherheitstechnik an. Wie soll hier noch jemand ausbrechen? Ein neuer Patient in der Lobby der Intensivbehandlung. Das nicht erforderliche Personal muss den Bereich verlassen. Es ist immer wieder schön, auf meine kleine Hacienda zurückzukehren. Initialisiert. Wisst ihr was? Ich fand die gute alte Suche in den Körperöffnungen besser. Es war viel intimer. Ich habe ein rotes Licht. Mehrere verbotene Gegenstände. Ich will, dass Türke noch mal die Suche. Das ist nicht der Patient, das ist... Was schmuggelst du damit rein, Bats? Sag's mir, los, sag's mir. Batarangs? Batclaws? Batsnacks? Der Scanner schaltet bei Joker auf grün. Öffnet das Tor, holt ihn hier raus!
will, dass stets Waffen auf ihn gerichtet sind. Lass ihn nicht aus den Augen. Es ist später noch genug Zeit für dich, Ash. Apropos Zeit. Tick-Tack. Tick-Tack. Hör ich dein Was ist los, Doc? Schreiben Sie mich für morgen um 4 ein. Wir müssen viel aufholen. Bleiben Sie hinter mir! Hallo, neuer Patient. Hier ist Quincy Sharp, Anstaltsleiter in Arkham. Das ist meine Lieblingsshow. Ich bin Anstaltsleiter, Idiot. Du entkommst mir niemals. Rehabilitationszentrum für geisteskranke Straftäter werden würde. Auf einer kleinen Insel an der Gossenwege liegt. Joker! Hast du das mit Blackhead gehört, Boss? Joker! Halt's Maul! Ja, bin gleich bei dir, Boss. Ruhe und ich sag dir, der Zustand der Leitungssysteme in diesen Bundeseinrichtungen ist schockierend. Meine Jungs hätten in diesem unglückseligen Feuer verletzt werden können. Ich muss Ihren Gefangenen überprüfen, Officer Bowles. Machen Sie das aber schnell. Ich folge nur den Anweisungen. Der Patient scheint in einem zufriedenstellenden Zustand zu sein. Er hat sich kleinere Fleischwunden zugezogen, wohl in den letzten 2 Stunden. Es scheint, dass... Temperatur messen? Ich lass gern meine Hosen runter. Er gehört dir. Bring ihn hier raus. Alles okay. Mach die Tür auf. Alarm in der Intensivbehandlung. Kategorie 9 Patient auf dem Weg. Beruhigungssystem aktiv. Todesschutzerlaubnis erteilt. Du hast die Lady gehört. Es kommt noch ein Psycho zu uns. Kannst du die Spannung in der Luft riechen? Ne? Dann war's wohl einer der Wachen. Krog, alter Junge, bist du das? Macht euch fertig. Richtet die ganze Zeit eure Waffen auf ihn. Er ist ein Triplass. Das soll nicht gut aussehen. Was macht es? Ich wittere dich, Batman. Ich bringe dich zur Strecke. Setze die Manschette unter Strom. Krieg dieses Tier endlich unter Kontrolle. Bring das Ding hier Ein raus. Spielzeug hält mich nicht davon ab, dich zu töten, Batman. Ich reiß dich in Stücke. Es war der Knopf. Das erinnert mich an was. Ich muss mir wirklich neue Schuhe besorgen. Okay, nach oben. Krokodilsletter. Festhalten! Wie ist Batman an der Sicherheitskontrolle vorbeigekommen? Hui! Tolle Nacht für eine Party! Nicht, wo du hingehst. Die Nacht ist noch jung, Bats. Ich habe immer noch was in der Hinterhand. Findest du es nicht komisch, wie ein Feuer in Blackgate dazu geführt hat, dass hunderte von meinen Leuten hierher verlegt wurden? Hatte ich dir nicht gesagt, dass du still sein sollst? Oh, Frankie. Du solltest wirklich lernen, dein fettes Maul zu halten. Das bringt dich noch in Schwierigkeiten. Sag mir eins. Du würdest niemals zulassen, dass ich dich so leicht schnappe. Was willst du wirklich? Oh, nicht viel. Hunderte, die in Angst und unter Schmerzen starben. Alle ihre wertlosen Leben werden zu einem schrecklichen Ende gebracht. Vielen herzlichen Dank. War das die Antwort, die du wolltest? Alle Patienten sollen Kontakt mit Insassen aus dem Blackgate-Gefängnis vermeiden. Ihre Anwesenheit in Ordnung. Was macht er? Bleib, wo du bist. Hol deine Taschenlampe, strahlt ihn an. Anwesenheit in unserer Anstalt ist nur kurz. Was? Vertraust du mir nicht? Es wird abgeraten, sich ihnen zu nähern. Ist angekommen. Die unteren Stockwerke der Intensivbehandlung sind jetzt auf Alpha Rot. Du
bist also zurück. Du hast 3 von meinen Jungs getötet, als du hier ausgebrochen bist. Nur 3? Ich werde mich sicher das nächste Mal mehr anstrengen. Wie wär's? Wir könnten 100 versuchen. Oh, Zwischensequenz. Lange Nacht, Jim. Joker überfällt das Rathaus, nimmt den Bürgermeister als Geisel und überlässt es mir, mich mit den Spezialkommandos, den Medien und dir rumzuschlagen. Ja, das war eine höllische Nacht. Hoffentlich die letzte, die wir jemals mit ihm hatten. Ja, klar. Moment. Tut mir leid, Batman. Nur für Arkham-Personal. Ich versichere Ihnen, wenn jemand qualifiziert ist, dann... Ich danke Ihnen für die Unterstützung. Aber das würde die gewalttätigeren Patienten aufstacheln. Ich glaube, er spricht über dich, Bats. Fühl dich nicht wie ein Fremder. Du bist hier immer willkommen. Mann, ich muss sagen, es ist gut, wieder hier zu sein. Geht's dir gut? Er hat fast ohne Kampf aufgegeben. Das gefällt mir nicht. Wenigstens ist er wieder da, wo er hingehört. Steh auf! Sofort! Joker ist auf der Flucht. Alarmiert den Anstaltsleiter. Schnell! Wir verlieren ihn, Joker! Der Schatz geht auf deine Kosten. Liebling, ich bin zu Hause. Komm rein. Willkommen im Irrenhaus, Batman. Ich stelle eine Falle auf und du bist herrlich reingetrampelt. Jetzt lass die Party beginnen. Meine Damen und Herren, ich entschuldige mich für die Unterbrechung dieses großen Programms. Nur ein paar Sekunden wollte ich irgendwie bekommen und wir dann Cartoons ansehen. Aber dann, naja, Sie wissen, wie sehr ich ein aufmerksames Publikum liebe. Ich höre dich auf, Bats. Frisch aus der Besserungsanstalt Blackgate. Mit einer Gesamtstrafe von 752 Jahren. Ding, ding, ding. Jetzt kommt Runde 2. Ach so. Tut mir leid, Batman. Ich muss schnell weg. Ich muss noch hin. Du wirst bluten, Batman. Ich zerleg dich in deine Einzelteile! Sehr, sehr cool. Das System ist blockiert. Wir sitzen hier fest. Joker hat die Kontrolle über die Sicherheitstore. Ich finde einen Weg raus. Gordon, versuchen Sie, den Anstaltsleiter zu kontaktieren. Sagen Sie ihm, was passiert ist. Ich komme zurück. Mach keine Versprechen, die du nicht halten kannst, Bats. Ich habe die Kontrolle über die Anstalt. Ihr geht an keinen Ort, mit dem ich nicht einverstanden bin. Ist das klar? Wenn du denkst, dass ich dich entkommen lasse... Bla, bla, bla! Immer dieses Heldengesülze. Wenn ich dir zusehe, wird mir langweilig. Wieso kommst du nicht einfach und findest mich? Du weißt, dass es eine Falle ist. Natürlich ist es das. Mal ja irgendwie Rennplatz. Aha, so geht das. Hier irgendwas zu holen. Na. Joker war fleißig. Diese armen Wachen hatten nie eine Chance. Alle Patienten sollten ihre Medikamente jeden Tag zu den verschriebenen Zeiten nehmen. Ah, jetzt haben wir die Renntasche gefunden. Die du-
Warnung, Sicherheitslücke auf Ebene B3. Warnung, Sicherheitslücke auf Ebene B2. Warnung, Sicherheitslücke auf Ebene... Oracle, hörst du mich? Joker ist der Bewachung entkommen. Er läuft frei in Arkham. Brauchst du was? Ist mein Dad immer noch da? Commissioner Gordon ist in Sicherheit. Joker hat keinen großen Vorsprung. Ich melde mich. Lass ihn gehen. Du kriegst nur noch mehr Ärger, wenn du weitermachst. Bitte, du musst ihn retten. Das ist beschämend. Wie konnte ein Patient wie Victor freikommen? Darüber machen wir uns später Gedanken, Doc. Er will die Wache töten, weißt du? Er muss es einfach tun. Doppler, war das verkehrt? Ein Kinderspiel. Ich hab dich wie eine Geige gespielt und dann die Saiten durchgeschnitten. Schlaf schön, Bats. Na toll, das war quasi verkackt. Du kannst nicht entkommen. Lass ihn frei. Batman ist also Schleichspiel. Ah, alles klar. Halt! Er hat dir nichts getan! Lass ihn gehen! Seth hat meinen Kumpel. Er wird ihn grillen. Mach was, bitte! Beschäftigen Sie ihn. Ich muss hinter ihn. Ich muss hart in den Seth ran, um zuzuschlagen. Am Boden wird er mich kommen sehen. Deshalb bleibe ich oben. Er hat dir nichts getan! Lass ihn gehen! Sich jemand nähert. Diese alten Wasserspeier sollten mein Gewicht tragen können, falls ich mich darauf schieße. Zaz ist am Boden, aber nicht lang. Ich muss nah ran und ihn ausschalten. Jemand muss dieses Tier zurück in seine Zelle bringen. Kannst du mich hören? Geht das Ding? Oh, hi, Batman. Hier ist Harley Quinn. Wie gefällt dir meine neue Uniform? Ziemlich heiß, hä? Huh? Und ich will dir auch was zeigen. Einen Moment, Batman. Ich springe für den alten Mann ein. Der alte Sharpie war nie glücklicher. Falls du es noch nicht gemerkt hast, heute ist der Tag, wo Joker nach Hause kommt. Und du bist der Ehrengast. Du hast eine Chance, dich zu ergeben, Quinn. Verlockend, Batman, aber keine Chance. Die Insassen haben jetzt in der Anstalt das Sagen. Na, technisch gesehen sind das Jokers aus Blackgate angekarrte Schläger. Aber du weißt, was ich meine. Mach's gut. Blackouts every other night.